Was geht ab, Freunde? White Wolf ist am Start und heute gibt es den zweiten Teil meiner Online-Flohmarkt-Pickups. Ihr habt letztes Video echt mega gefeiert. Es hat echt sehr viele Aufrufe und Bewertungen bekommen. In den Kommentaren konnten wir auch schön darüber diskutieren. Das habe ich wirklich mega gefeiert, dass das Video bei euch wieder so gut angekommen ist, obwohl ich so lange kein Video hochgeladen habe. Deshalb gibt es jetzt direkt Teil 2 meiner Pickups. Es gibt wieder von vorne bis hinten alles Mögliche, viele verschiedene Systeme, Konsolen sind wieder dabei, Spiele, Retro, Curbingen. Also gönnt euch das Video über einen Kommentar. Würde ich mich auf jeden Fall freuen und jetzt let's go. Als erstes gab es ein Spiel, das wollte ich eigentlich schon viel länger haben, aber irgendwie hat es nie den Preisdrop bekommen, den ich haben wollte. Hat es jetzt zwar auch nicht, aber gebraucht habe ich es jetzt relativ günstig bekommen. Und zwar handelt es sich hier um Mario Kart 8 Deluxe. Ich hatte damals auf der Wii U schon das normale Mario Kart. Mit der Switch haben wir unsere Wii U abgegeben, da die uns sowieso nicht allzu sehr zugesagt hat. Somit konnte ich mir das jetzt endlich mal nachholen. Nach ungefähr einem Jahr oder schon länger, seitdem ich die Switch habe, konnten wir kein Mario Kart spielen. Und mit Freunden ist das eigentlich immer ein Must-Have. Ist sogar ein Spiel, was auch alleine Bock macht, aber halt auf einer Party oder mit mehreren Leuten umso mehr. Es war neu immer so bei 45 bis 50 Euro, wurde nie eigentlich günstiger. Ich habe es jetzt gebraucht für 35 Euro inklusive Versand bei eBay Kleinanzeigen bekommen. Das Spiel ist auch schon direkt in der Switch drin, haben wir direkt schon angezockt und die ersten Cups durchgespielt und macht natürlich Bock. Im Endeffekt ist es nicht viel anders als die Wii U Variante. Ich glaube 60 FPS müssten noch dabei sein, genau wie dieses Video, was ihr hier gerade seht, kleiner Fun Fact. Und ich glaube, es gab noch so einen Party-Modus, wo man noch mehrere Minispiele machen konnte. Habe ich jetzt noch nicht gesehen, wir spielen erstmal die Cups alle auf 3 Sterne und freue mich, dass ich jetzt endlich Mario Kart 8 Deluxe in meiner Sammlung haben kann. Damit wir mal die Curbingens abschließen können, gab es hier als nächstes Dragon Ball Z Kakarot. In dieses Spiel habe ich wirklich schon 40 Stunden ungefähr reingesteckt und ich bin jetzt mittlerweile bei der Buu-Saga. Es macht echt viel Bock, das Spiel, und seit sehr langem mal wieder ein richtig gutes Dragon Ball Spiel. Solch ein Dragon Ball Rollenspiel habe ich wirklich schon sehr lange gemisst. Es gab immer nur Brawler oder Fighter, die auch gar nicht verkehrt waren. Teilweise gab es noch Raging Blast und Xenoverse, das war alles nicht so meins. Das hier ist aber voll meins, es erzählt quasi die komplette Geschichte von Dragon Ball Z der Serie nach. Und teilweise gibt es hier relativ lange Cutscenes, das passt aber eigentlich sehr gut zu dem Spiel. Zusätzlich kommen noch Nebenmissionen, die das ein bisschen abwechslungsreicher machen. Und alles in allem ist das ein richtig geiles Spiel. Hat mich richtig gefreut, dass Bandai wieder so ein gutes Dragon Ball Spiel rausbringen konnte. Ich werde damit bald durch sein, vielleicht nochmal euch meine Meinung dazu geben. Aber jetzt schon mal von mir das beste Dragon Ball Spiel auf der PlayStation 4. Weiter geht's mit dem Pickup, der erst heute angekommen ist. Und zwar gab es einmal diese Nintendo DS Tasche mit dem passenden DS Lite. Der DS Lite ist in rosa. Hier sind noch einige Aufkleber drauf, noch dreckig an der Seite. Das lässt sich auf jeden Fall alles sauber machen. Ganz cool ist, dass der DS Lite auch noch den Game Boy Advance Slot hat. Das heißt, da lassen sich noch die Advance Spiele drauf spielen. Vom Zustand her ist er eigentlich in Ordnung, vor allem von innen. Die beiden Bildschirme sehen noch relativ gut aus. An der Seite und hinten ist es ein bisschen dreckig. Aber das macht erstmal nichts. Das Wichtigste ist, dass die Bildschirme gut aussehen und das tun sie. Und zwar gab es einmal Practice English. Meistern sie typische Alltagssituationen. Das ist jetzt nichts für mich. Aber sie wollte nur im Bundle verkaufen. Deshalb war das schon mal hier mit dabei. Deshalb musste ich das auch mitnehmen. Als zweites gab es Animal Crossing Wild World. Hier ist alles mit dabei. Sehr, sehr viele Anleitungen und Beipackzettel. Das Modul ist auch dabei. Alles im relativ schönen Zustand. Dann gab es hier Mario Party DS. Hier fehlt leider die Anleitung. Das Modul ist in meinem anderen 3DS drin. Da das meine Freundin gerade spielt, was es früher auch mal mega gefeiert hat. Ob man ja auch DS-Spiele auf dem 3DS spielen kann. Das nächste Spiel ist New Super Mario Bros. Auch hier sind Anleitung und Beipackzettel alle dabei und im wirklich tollen Zustand. Das Modul sieht auch echt gut aus, wobei das bei Nintendo DS-Spielen eigentlich immer der Fall sein sollte. Ich habe da auch noch nie gesehen, dass irgendein Modul nicht funktioniert hat. Das Spiel ist auch schon ein 15-Euro-Titel und macht auch mega viel Spaß. Also hat mich sehr gefreut, dass das mit dabei war. Und zum Schluss gab es noch Harvest Moon DS, mein Inselparadies. Habe ich noch nie gespielt, hatte ich in meiner Sammlung also noch nicht. Und da es sowieso im Bundle war, habe ich mich gefreut, dass ich das im Endeffekt für einen guten Preis mitnehmen konnte. Auch hier Anleitung mit dabei, auch noch eine sehr dicke und farbige Anleitung, was mir sehr gut gefällt.
Und für die 5 Spiele plus ein Nintendo DS Lite in Pink mit der Tasche habe ich jetzt 30 Euro inklusive Versand gezahlt, was ein relativ guter Preis ist. Mir ist aufgefallen, dass 3DS-Spiele im Moment eher im Preis fallen, wobei DS-Spiele im Moment im Preis steigen, weswegen 30 Euro ein echt guter Preis ist, auch wenn der DS Lite nicht mehr im allerschönsten Zustand ist. Aber allein die Spiele müssten um die 30, 40 Euro wert sein. Hat mich gefreut, auch einige von den Spielen in meine Sammlung mit aufnehmen zu dürfen, um so auch meine DS-Sammlung mal wieder ein bisschen zu erweitern. Bevor ich es vergesse, das Aufladekabel für den Nintendo DS gab es auch hier als Original auch noch mit dazu. Jetzt geht es mit was weiter, was mega retro ist. Über den Pickup habe ich mich eigentlich so mit am meisten gefreut. Und zwar haben wir hier einmal ein Nintendo Game Boy Color in wirklich sehr, sehr schönem Zustand. Die Druckpunkte sind alle noch wie neu hier. Die fühlen sich richtig gut an. Im richtigen Winkel kann man sehen, dass das Display ein bisschen verkratzt ist. Hält sich aber noch in Grenzen. Wenn man es nicht wirklich im Licht hält, dann sieht man das auch gar nicht. Hinten sieht er auch noch wirklich einwandfrei aus. Was mir immer wichtig ist, dass der Batteriendeckel mit dabei ist. Hier haben wir so zwei Kratzer noch, aber ansonsten ist er wirklich im einwandfreien, schönen Zustand. Dazu gab es dann noch 4 Spiele. Einmal Pack in Time. Sagt mir jetzt gar nichts, habe ich noch nie gespielt. Werde ich aber auf jeden Fall mal testen. Weiter geht's mit einem sehr, sehr stark bemalten Modul. Aber es funktioniert. Und zwar Super Mario Land 2 6 Golden Coins. Das werde ich wohl so nicht mehr sauber kriegen. Aber zum Zocken reicht es auf jeden Fall. Vor allem, weil ich das Spiel noch nicht so in meiner Sammlung hatte. So, weiter geht's mit 2 Krachern. Das eine ist Pokémon Blau. Das Modul an sich ist im relativ schönen Zustand. Hier oben ist ein kleines bisschen abgenutzt. Aber ansonsten ist es wirklich ein schönes Zustand für so ein altes Spiel. Mit dazu gab es dann auch noch die originale Nintendo-Hülle. Ist einfach nur episch, diese Startsequenz. Und zuletzt gab es wohl vom Wert her den größten Kracher, und zwar The Legend of Zelda Link's Awakening DX. Zu Link's Awakening gab es jetzt auch auf der Switch das Remake, habe ich ja auch in der Limited Edition, aber das Spiel als Modul für den Game Boy hatte ich noch nicht. Und wie ihr auch sehen könnt, ist es wirklich im tadellosen Zustand. Auch von hinten sieht es relativ schön aus. Und das hat mir auf jeden Fall noch gefehlt. Funktioniert auch hier ohne Probleme. Und er hatte einmal jetzt den Game Boy Color mit den Spielen angeboten und auch noch einen Game Boy Advance SP mit Advance Spielen. Eigentlich wollte er beides zusammen verkaufen für jeweils 50 Euro, aber bei einem Advance, da waren nicht so tolle Spiele bei und nichts, was mich jetzt irgendwo interessiert hätte. Nach ein bisschen hin und her quatschen, habe ich ihn dann überzeugt, mir nur diesen Bundle zu verkaufen, und für 50 Euro ist das wirklich ein echt guter Deal, weil sogar schon das Modul hier von dem Zelda müsste so bei 30 bis 35 Euro liegen. Und mich freut es einfach nur, dass ich einen Gameboy in so einem schönen Zustand mit Batterieklappe bekommen konnte. Und dazu noch die anderen Spiele zu einem fairen Kurs. So, dann kommen wir zum vorletzten Deal. Und zwar habe ich mir hier was gekauft, was ich in dem Sinne schon habe, aber was ich einfach nochmal zum Zocken haben wollte. Und zwar geht es hier um einen Nintendo GameCube. Ihr wisst ja, dass ich die Donkey Kong Special Edition zur GameCube habe. Das ist aber meine einzige bislang gewesen. Und ich habe mich immer öfter erwischt, da mal keine GameCube zu zocken, weil ich die nicht immer angeschlossen hatte. Ich habe die sogar noch in der OVP und dann noch in einer extra Schutzhülle, damit da wirklich gar nichts dran kommt. Und wenn ich dann mal Bock habe, was zu zocken, merke ich einfach immer, dass es mir zu umständlich ist, das da auszupacken, vorsichtig zu sein, dass nichts kaputt geht, dann noch das an dem Fernseher anzuschließen und. Demnach habe ich mir jetzt mal einen zweiten GameCube gekauft, den ich immer jetzt an meinem Fernseher angeschlossen haben werde und wo ich einfach mal ein Spiel einlegen kann und direkt loszocken kann. Und da GameCubes auch nicht mehr günstiger werden, habe ich endlich einen coolen Deal gefunden, mit dem ich auf jeden Fall leben kann. Und zwar gibt es hier einmal den lilanen GameCube. Und ihr könnt auch sehen, der ist wirklich im einwandfreien Zustand. Für mich ist er schon im perfekten Zustand. Ich habe hier wirklich nichts gefunden, außer hier hat er einen Kratzer, aber ansonsten sieht das wirklich perfekt aus. Funktioniert auch ohne Probleme. Für den Preis muss ich dann endlich mal ja sagen, damit ich endlich meine zweite GameCube habe, um mal ein paar geile Games zu zocken einfach.
Dabei war ein Nintendo GameCube Controller und der sah für mich auf den ersten Blick vom Bild bei eBay Kleinanzeigen aus wie ein Original. Aber ihr könnt hier sehen, dass er leider nicht original ist. Eigentlich schade, ich habe mit dem Originalen gerechnet. Aber gut, er funktioniert auch ohne Probleme und er sieht wirklich aus wie der Original-Controller. Da hat die Firma das echt gut hinbekommen. Man kann auf jeden Fall mit zocken. Zum Zocken ist er echt nicht schlecht. Er kann auch, wenn da mal was kaputt geht, ist es nicht so schlimm. Und so habe ich auf jeden Fall noch einen vierten Controller. Dazu gab es dann noch ein Spiel. Und zwar ist das Zelda Wind Waker. Das habe ich schon in dieser Limited Edition als Nicht-Player's Choice. Hier war auch keine Anleitung mit dabei. Spiel war trotzdem im relativ guten Zustand. Die CD war ein bisschen zerkratzt. Aber hat ohne Probleme funktioniert. Gamecube-Spiele funktionieren eigentlich immer. Komisch, da sind immer viele Kratzer drauf. Aber es funktioniert auch immer ohne Probleme. Das Spiel ist schon weg, ist direkt weitergegangen an Kollegen. Und im Endeffekt habe ich für das ganze Paket jetzt 40 Euro bezahlt. Was mir jetzt eigentlich mal wert war, um mir eine zweite Gamecube anzuschaffen. Vom Preis her bin ich auf jeden Fall zufrieden. Das, wie gesagt, das Wind Waker geht weg. Und so habe ich quasi die Gamecube mit Controller. Was noch dazu gehört, ist das originale Stromkabel und das originale Nintendo Fernsehkabel. Und wenn man sich jetzt mal das Zelda wegrechnet, habe ich ungefähr 18 Euro inklusive Versand für eine GameCube mit allem Kabel und Controller bezahlt. Fand ich auf jeden Fall in Ordnung. Und da ich mal einfacher GameCube-Spiele zocken kann, war es mir definitiv wert. Wie im letzten Video angeteased, gibt es noch ein Pokémon-Pickup. Und zwar hier einmal ein Pokémon Weiß. Hier ist die Anleitung leider nicht dabei, nur das Begleitheft. Dafür funktioniert das Modul ohne Probleme und sieht im Großen und Ganzen noch relativ in Ordnung aus. Und dazu gab es einmal diesen coolen Nintendo 2DS in der roten Variante. Wenn man letztes Video gesehen hat, weiß, dass ich diese gleiche Variante auch als Pikachu-Edition in Gelb bekommen habe, nur in einem richtig geilen Zustand. Wie ihr hier sehen könnt, ist der Zustand echt nicht so pralle. Es gibt hier einmal einen dicken Kratzer hier und einen dicken Eindrücker auf der Vorderseite. Ansonsten, ja, ihr seht, die Ecken sind hier alle nicht so schön. Vor allem, wenn man jetzt den direkten Vergleich hat zum gelben 2DS. Mit dabei ist hier das originale Aufladekabel und der 2DS. Wenn man es auch im richtigen Licht hält, sieht man, dass der Bildschirm einige Kratzer hat. Ist jetzt aber nicht weiter schlimm. Von dem Gehäuse sieht es relativ gut aus. Und auch hier gefällt mir das Rot transparent wirklich mega gut. Hier fehlt leider der Stift, der war auch nicht mit dabei. Aber alles in allem wirklich ein cooler 2DS. Vor allem jetzt in Verbindung mit dem gelben. Sieht das wirklich mega schick in der Sammlung aus. Hierfür habe ich jetzt auch nicht ganz so viel ausgegeben wie für den gelben 2DS. Der gelbe 2DS, den gab es mit Pokémon X, glaube ich. Und halt den 2DS in OVP für 95 Euro. Hierfür habe ich jetzt für beides zusammen 60 Euro inklusive Versand gezahlt. Das war ein Preis, der für mich auf jeden Fall in Ordnung ging, weil Pokémon-Spiele eh immer schon für den DS so ein 20 fast weggehen. Und die Konsole an sich ist auch gar nicht mehr so einfach zu bekommen. So, Freunde, ich bin jetzt zwar immer noch ein bisschen krank, wie ihr das wahrscheinlich hört, aber der Tee aus der Nuka-Cola-Tasse, der wird mich wieder gesund machen. Ich habe für euch noch drei richtig geile Pickups, die ich euch in dem Video noch zeigen wollte. Die habe ich jetzt alle in den letzten paar Tagen bekommen. Und was soll ich sagen, da ist der beste Fund des Jahres auf jeden Fall dabei. Als erstes habe ich mir hier Anfang des Jahres so eine Limited Run Blindbox gekauft. Da bezahlt man für PlayStation 4 25 Euro und bekommt ein zufälliges Spiel. Von den Sachen, die die jetzt über das Jahr lang zurückgehalten haben. Für mich gab es hier S Divine Hearts. Ich habe es auch mal direkt aufgemacht, das sah relativ cool aus. Habe ich so tatsächlich noch nicht gesehen. Hier könnt ihr sehen, das ist das 80. Release von Limited Run, also schon relativ alt. Und das sieht eigentlich relativ cool aus. Ich weiß noch gar nicht, was mich hier erwartet. Allein das Cover interessiert mich auf jeden Fall schon. Dazu gibt es ja immer eine zufällige Karte auch. Das war diese hier. Da weiß ich jetzt nicht genau, wozu die gehört, aber die war mit dabei. Und zusätzlich gab es hier noch so eine Art Newspaper von Limited Run, einfach ein bisschen Werbung. Und für 25 Euro fand ich, dass das ein cooler Loot aus meiner Blindbox war. Dann musste ich natürlich auch mal was wieder für meine Pokémon-Sammlung tun. Und habe mir hier Pokémon Rubin in der OVP für ein Game Boy Advance geholt. Und ich habe mir hier was richtig Feines gegönnt. Denn das Spiel ist in absolut neuwertigem Zustand. Wie ihr auch sehen könnt, das sieht so verdammt gut aus, dass ich da auch einen gewissen Preis für bezahlt habe. Also ich habe lange nicht mehr so einen geilen Zustand für ein Pokémon-Spiel gesehen. Das Einzige, was ist, ist hier, könnt ihr sehen, so eine kleine Beule. Aber ansonsten ist das Ding wirklich wie neu. Ich mache das jetzt einmal noch auf für euch. Hier ist einmal das Modul, auch wirklich im ganz, ganz tollen Zustand. Auch mit einer Hülle drumherum.
Inlays mit dabei. Die Anleitung, die auch wirklich wie neu aussieht, unbelesen. Und sogar noch diese Gebrauchsanweisung zum Game Boy Advance. Packen wir schnell wieder alles ein, bevor hier irgendeine Scheiße passiert. Zack. Und wie ihr sehen könnt, ist das wirklich im Top-Zustand. Hat mir noch gefehlt für meine OVP-Sammlung. Und ich habe es in der Auktion gesehen und wirklich so einen Zustand findet man nicht alle Tage. Man kriegt es oft im schlechten Zustand für 40, 50 Euro sofort kaufen. Ich habe jetzt hier aber die eBay-Auktion gewonnen mit 66 Euro, glaube ich, plus 3 Euro Versand. Also ich war bei fast 70 Euro. Aber das wollte ich mir einfach mal gönnen, vor allem, dass ich dann in so einem tollen Zustand in meiner Sammlung stellen darf. Das bringt mich natürlich schon mal einen weiter Richtung Fullset und hat mich sowieso gefreut, die Rubin-Edition mal zu bekommen. Saphir habe ich ja schon, das ist nicht in ganz so einem tollen Zustand, aber Rubin habe ich. Bei der Saphir-Edition fehlt mir die Anleitung. Wenn ihr also nur die Anleitung abzugeben habt, dann meldet euch mal bitte bei mir, weil die brauche ich noch. Und ja, hat mich mega gefreut, dass ich das endlich auch habe. Und zum Schluss gibt es definitiv den Fund des Jahres für mich. Das Jahr ist noch relativ früh, aber trotzdem ist das für mich der Fund des Jahres. Und zwar kennen wahrscheinlich die wenigsten von euch mein, ich glaube, zweites Video zu den Top 5 der wertvollsten und seltensten GameCube-Spiele. Und ihr kennt das bestimmt auch, es gibt so ein paar Spiele, die euch jetzt nicht so krass interessieren, dass ihr euch die unbedingt kaufen müsstet, nur weil sie jetzt extrem teuer sind. Und das Spiel, was ich hier habe, das gehört zu so einer Kategorie. Das ist spielerisch für mich jetzt nicht so interessant, dass ich da 100 bis 150 Euro für ausgegeben habe. Aber zu einem sehr guten Preis nimmt man das natürlich mit. Und zwar handelt es sich hier um Gotcha Force. Ja, meine Freunde, das ist wirklich eins der Holy Grails für ein GameCube. Sehr, sehr selten zu bekommen. Auf eBay in dem Zustand, den ich habe, mit Anleitung komplett, ging jetzt letztens eins für 150 Euro weg. Und das ist hier ein 3D-Action-Shooter, was mich irgendwie so ein bisschen an, weiß nicht, an allem, an Pokémon, Beyblade und allem Möglichen interessiert. Und da habe ich schon damals in meinem GameCube-Video drüber gesprochen, dass das eins der seltensten Spiele für dieses System ist. Wie ihr auch sehen könnt, ist die Hülle wirklich im perfekten Zustand, genauso wie das Cover. Keine Kratzer, keine Vergilbung und von innen auch die Anleitung ist natürlich mit dabei. Und die CD, man kann es meistens nicht sehen auf der Kamera, aber die hat 0,0 Kratzer. Die ist einwandfrei. Zusätzlich ist hier noch das Anleitungsheftchen, was auch wirklich ungelesen ist. Alles in allem auf jeden Fall ein ganz kranker Fund und das Witzige ist eigentlich, wie ich das gekauft habe. Vorher erstmal nochmal die Nuka-Cola gönnen. Und zwar habe ich mir für so ein paar Spiele bei WeBuy Alarme eingerichtet, wenn die reinkommen. Das ist eins davon. Das bedeutet, wenn die Spiele verkauft werden und eingestellt werden von WeBuy, kriege ich eine Info. Und da gibt es auch vier Kategorien vom Zustand her. Perfekt, sehr gut, gut und akzeptabel, glaube ich. Und dann habe ich natürlich diesen Alarm für Gotcha Force bekommen und dachte mir direkt krank. Und draufgeklickt und gesehen, die wollen scheiße 23 Euro für das Spiel haben. Ich direkt bestellt, PayPal, möglichst schnell die Bestellung abgeschlossen, weil ich weiß, dass auch noch einige andere so machen wie ich. Und ja, glücklich wie ich bin, habe ich das bekommen. Dann dachte ich natürlich, das war halt sehr gut drin, aber bei WeBuy weiß man nie. Ich dachte, oh, nachher schicken sie mir nur die CD oder die Anleitung fehlt oder gar kein Cover dabei. Aber nachdem es dann 3 Tage später angekommen ist, habt ihr ja gesehen, was draus geworden ist. Wirklich perfekter Zustand, Anleitung mit dabei, CD top. Einfach mal ein Holy Grail GameCube-Titel gesnackt für 25 Euro mit Versand. Das ist auf jeden Fall ein Tipp von mir, macht euch das auch für Spiele, die euch interessieren, wo ihr euch auskennt. Und oft kommen dann auch die Spiele rein zu einem teuren Preis. Und ich habe auch mal bei WeBuy geguckt, was der Typ, der das verkauft hat, dafür bekommen hat. Wenn ich das jetzt verkaufen wollen würde bei WeBuy, würde ich fucking 1,58 Euro bekommen. WeBuy hat dann natürlich immer noch um die 20 Euro Gewinn dran gemacht. Ja, und ich habe es dementsprechend für 25 Euro bekommen. So ein Holy Grail, da sage ich natürlich nicht nein. Auch wenn mich das Spiel natürlich jetzt inhaltlich nicht so mega interessiert wie, weiß ich nicht, ein Witcher oder so, was ich inhaltlich übel feiere und wofür ich auch viel Geld ausgeben würde. Hier hätte ich jetzt nie 150 Euro, auch nicht 100 Euro für ausgegeben, aber 25 Euro, ey, das glaubt, da hätte jeder zugeschlagen, vor allem weil Nintendo GameCube ja auch meine Favorite-Sammlung auf jeden Fall ist. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Hältet nicht zu viel, ich hatte einfach Glück dieses Mal und ich wünsche euch jetzt noch Spaß mit dem letzten Pickup aus dem eigentlichen Pickup-Video. Als letztes waren wir noch auf einem kleinen Flohmarkt, wo wir erst vorhatten, live aufzunehmen. Wir sind uns auch ziemlich sicher, dass im Internet stand, dass es ein ganz normaler Familientrödelmarkt war. Wir haben uns dann schon gewundert und irgendwann haben wir rausgefunden, dass es nur ein Frauen- oder ein
Mädchentrödelmarkt war. Wir sind dann trotzdem rein, obwohl es 3 Euro Eintritt gekostet hat, haben natürlich Ausschau gehalten, haben aber gar nichts Game-Technisches gefunden. Was wir aber gefunden haben, war eine richtig coole Adidas-Jacke aus den 90ern. Die haben wir für 2 Euro bekommen. Also hier auch mal ein Non-Gaming-Pickup, den ich richtig geil fand und der mir auch perfekt passt. Und ich auch so tragen kann. Also richtig cool. Haltet auf jeden Fall Ausschau bei solch coolen Adidas-Jacken aus den 90ern. Wenn man die so kaufen will, kosten die oft 25 bis 30 Euro. Ich habe die Jacke jetzt für 2 Euro bekommen, was wirklich mega geil war. Wir sehen uns also beim nächsten Mal und peace out.